Und wir würden dann jetzt nochmal von den Lebenswissenschaften wieder so ein bisschen mehr zurückkommen zu unserem ersten Vortrag, in dem es ja um die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ging. Und wir würden jetzt nochmal in die Wirtschaftswissenschaften im Detail gehen. In der nächsten und letzten Vortrag werden Frau Dr. Irene Schumm und Herr Sebastian Weindl von der UB Mannheim uns über das Projekt Aktenführer-Datenarchiv berichten. Der Titel sagt schon so, glaube ich, ein kleines bisschen aus, zumindest interpretiere ich das so, dass der Begriff Forschungsdaten hier nochmal ein bisschen breiter gefasst wird, während wir es, glaube ich, in den vorherigen Vorträgen mehrheitlich über numerische Daten gesprochen haben, kommt jetzt auch hier schon im Titel das Wort Urheberrecht mit ins Spiel. Das heißt sozusagen, diese Daten haben einen Werkcharakter, also es gibt sozusagen eine bestimmte Schöpfungshöhe, und von daher kommt dann das Urheberrecht ins Spiel, was ja sonst bei Forschungsdaten erstmal nicht der Fall ist, aber ich lasse mich gerne auch von anderen Sichten darauf überzeugen oder beeinflussen und übergebe dann das Wort. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Was Ähnliches wollte ich auch sagen, das kann ich mir jetzt dann sparen und gleich zur Übersicht kommen. Wir werden in etwa vier Teile bearbeiten. Erstens werde ich ein bisschen was über Forschungsdaten sagen, dann über dieses Projekt Aktienführer und dann kommen wir ein bisschen zur rechtlichen Sicht. Genau, das Aktienführer-Datenarchiv ist ein DFG-Projekt, deswegen halten wir uns auch an die Definition der DFG, die da lautet: Forschungsdaten sind digitale, elektronisch speicherbare Daten, die während eines wissenschaftlichen Arbeitsprozesses, zum Beispiel durch Quellenforschung, Experimente, Messungen, Erhebungen oder Befragungen, entstehen. Und für uns reicht es, zwei Kategorien zu unterscheiden: einmal selbstgeneriert in Form von Erhebungen oder Befragungen, und nicht selbstgenerierte, was dann zum Beispiel von amtlichen Registern Daten sind, die einfach so da sind. Und letzte Kategorie ist auch das, um was es im Aktienführer geht. Dieser enthält qualitativ hochwertige Daten über Aktiengesellschaften, und zwar das ist eine Gesamtaufnahme des deutschen Marktes, also jede AG, die an einer Börse gehandelt wird, ist auch da enthalten. Und das sind Daten über Vorstände und Aufsichtsräte, über Beteiligungsstrukturen, und die gibt es seit 2000 erst digital. Vorher gibt es die nur in diesen gedruckten Bänden. Wir haben auch später noch eine Folie, wo ein bisschen man sieht, wie das ein bisschen aussieht. Genau. Und das sind wertvolle Daten, aber die sind einfach wahnsinnig schwer zugänglich, weil man eben immer die Seiten durchblättern muss. Und das war auch im ersten Vortrag kurz genannt, warum wir dieses Projekt überhaupt machen, ist, dass wir eine zentrale Anlaufstelle haben und dass nicht immer wieder diese Daten abgetippt werden müssen für kleine Forschungsprojekte. Das ist das Projektziel, dass wir am Ende eine Datenbank haben, wo wir alle Daten, die in diesen Bänden sind, zentral zugänglich haben, und damit Forschung betrieben werden kann. Wir sind von der Universitätsbibliothek Mannheim, die zur Uni Mannheim gehört, und ein starkes wirtschaftswissenschaftliches und sozialwissenschaftliches Profil hat. Und deswegen passt es da auch ganz gut hin. Und das Projekt ist auch mit Forschern in Kooperation von der Corporate Finance, die eben dieses Problem oft hatten, dass sie gerne auf Daten zugreifen würden. Und das irgendwann mal gemacht wurde, aber der Datensatz nicht mehr zugänglich ist und dass es deswegen neu gemacht wurde. Im ersten Schritt haben wir dabei die Bände digitalisiert, also eingescannt, und dann im Web zugänglich gemacht anhand der
Inhaltsverzeichnisse, da sage ich auch immer ein bisschen was dazu. Der nächste Schritt ist dann die, oder der gleiche Schritt, die Bereitstellung der Digitalisate. Und der zweite Projektteil ist der Aufbau einer Forschungsdatenbank. Da gehört ein bisschen mehr zu, als einfach diese Images dann ins Netz zu stellen. Ist aber auch nochmal auf einer Folie. So, das ist so in etwa die Übersicht des Projektes, von den Büchern über den Scanner ins Web schon mal. Dann ist ein Schritt, auf den ich jetzt nicht eingehen werde, ist die Datenerfassung und dann letztendlich den Aufbau der Datenbank und die Bereitstellung an die Nutzer. Genau. Schritt 1, wie schon gesagt, das ist der Scan und die Aufbereitung und die Darstellung im Web. Das ist auch erreichbar unter dg.bib.unimannheim.de und dann ist da an der Seite so ein Punkt Aktienführer. Da kann man drauf zugreifen, wenn man sich vorher an der ZBW registriert. Das erklärt sich dann, glaube ich, relativ stark selbst. Die Strukturierung ist bis auf Unternehmensebene. Das heißt, man kommt dann relativ schnell dahin, wo man hin möchte, wenn als Forscher eine bestimmte Aktiengesellschaft interessiert. Wie schon erwähnt, der Zwischenschritt, die Datenerfassung, da könnte man noch was zu sagen, aber das überspringe ich mal. Deswegen kommen wir gleich dahin, wo die Daten schon erfasst sind. Wir haben uns überlegen müssen, wie wir von diesen gedruckten Werken, wie wir eine Struktur aufbauen können, mit der man auch sinnvoll forschen kann. Und das ist, da gibt es andere Anforderungen, deswegen mussten wir erstmal ein Datenbankschema oder mehrere entwerfen, die Daten ausbessern, aufbereiten, sowas wie Bindestriche oder verschiedene Schreibweisen von Firmen oder Schafs oder SS oder sowas ist da damit gemeint. Und dann der nächste Schritt ist die Erstellung einer Web-Oberfläche. Wir haben eine SQL-Datenbank, aber das ist ziemlich unpraktisch für die Benutzer, da per SQL zuzugreifen. Deswegen machen wir das hübsch und übersichtlich, sodass man relativ schnell das findet, was man möchte. Und um damit auch irgendwie forschen zu können, ist natürlich der letzte Punkt auch ganz wichtig, dass eine Funktionalität anzubieten, um die Daten auch zu exportieren. Da links sieht man, wie so eine Seite im Aktienführer aussieht. Das ist ein Unternehmensprofil und da kommen zuerst Personendaten und dann ganz viel Unscharfes. Für die Erfassung wurde dieser scharfe Bereich ist auf der linken Seite zu sehen. Das ist in einem XML-Schema, damit wir die Daten dann automatisiert in der Datenbank laden können. Ja, und da wird aus einer Seite Buch, wird relativ viel Quelltext, einfach bei sehr viel Struktur aufgenommen wird, die zwar optisch im Buch vorhanden ist, aber nicht maschinenlesbar ist. Ja, das ist dann so ein Vorschlag, wie eine Extraktionsmaske aussehen könnte, nachdem die Daten alle in der Datenbank sind, erstmal so eine Firmenliste haben und sich da dann die interessanten Firmen aussuchen kann. Und im nächsten Schritt die Datenfelder, was dann in etwa zu sowas führt, wo man dann eben alle Kategorien, die man haben möchte, sehen kann und diese im nächsten Schritt auch exportieren kann. Genau. Wir sind so ziemlich, oder eigentlich nur noch beim Datenbankaufbau und bei der Weiterverarbeitung. Alles andere ist schon erledigt, dadurch, dass es unscharf ist, aber das haben Sie bestimmt verstanden. Genau. Und das ist so der, was wir im Projekt in etwa machen. Da gibt es natürlich ganz viele Probleme, was aber hier für die Konferenz am interessantesten ist, tatsächlich der rechtliche Aspekt, dass wir, wie der Titel schon sagt, in einem Spannungsfeld sind, das auch im Sinne der DFG möglichst allen zur Verfügung zu stellen, gleichzeitig aber
die Daten auch irgendwo herkriegen müssen. Und die übergebe ich an meine Kollegin. Genau, also Sie haben ja gesehen, wir haben recht viel mit den Daten vor. Also wir vervielfältigen da natürlich, wir bereiten auf, reichern an. Und wir haben uns dann natürlich zuerst gefragt, ob wir das überhaupt dürfen. Und da haben wir natürlich erstmal in den Aktienführer reingeguckt. Und da findet man in den ganz frühen Aktienführern den Hinweis, Nachdruck wird gerichtlich verfolgt oder alle Rechte vorbehalten. In dem neuesten gedruckten steht dann drinnen, dass das Werk einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt ist und Verwertung ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und sogar strafbar ist. Und das gilt für Vervielfältigung, aber auch die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Also, das ist wie gesagt die Sicht des Verlages. Und das hat uns dann natürlich dazu geführt, dass wir auch erstmal in das Urheberrechtsgesetz reingeguckt haben, um zu klären, was ist denn jetzt eigentlich der Aktienführer tatsächlich. Also wenn man dann guckt nach Werk oder auch vielleicht Sammelwerk oder Datenbankwerk, was es ja eben laut dem letzten Eindruck sein könnte, da sieht man eben, dass es da eine gewisse Schöpfungshöhe geben muss. Das, würde ich sagen, ist nicht so ganz eindeutig. Also es gibt ganz viele standardisierte Daten da drinnen, die einfach nur nach rein systematischem Vorgehen da erfasst werden. Es gibt aber auch so ein paar Kategorien, die tatsächlich ein bisschen redaktionell auch bearbeitet wurden, also wo man tatsächlich dann auch Text und formulierten Text eben findet. Also zum Beispiel eben, wenn die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens beschrieben wird. Das könnte es sein. Da kann man, weiß ich nicht, ob man es darauf anlegen könnte, da eine eindeutige Aussage zu treffen. Eine andere Frage eben, wie gesagt, zum Teil auch Open Data vielleicht, da es ja ohnehin veröffentlichungspflichtige Daten von Unternehmen sind, die in Jahresabschlüssen stehen, die im Bundesanzeiger eben auch veröffentlicht werden. Sicherlich zum Teil. Es wurde aber eben auch ganz wesentlich da Daten zusammengesammelt aus verschiedensten Geschäftsberichten und eben auch aufbereitet. Und insofern ist dann auch die Frage, ist es denn eben, schon, also auch schon die gedruckten Bände, sind das Datenbanken im Sinne des Urheberrechtsgesetzes? Also gehören dann eben zu den Verwandten oder sind durch verwandte Schutzrechte eben geschützt? Ja, also im Prinzip haben wir da viele Optionen. Und da hat dann einfach, ich kann das vielleicht nochmal kurz zeigen, also so sieht zum Beispiel eben, das sind die Beteiligungen abgelegt, die wir da auch erfassen wollen natürlich, oder auch Bilanzen, das ist ganz klar, was sehr strukturiert, standardisiert ist, also dafür denke ich, wird man eben keine wirkliche Werkhöhe oder Schöpfungshöhe annehmen können. Gut, aber wie gesagt, es gibt auch andere Arten von Daten da drin oder Texte und insofern haben wir gedacht, wir setzen uns einfach mit dem Verlag zusammen, um das zu besprechen, zu regeln. Und wie das so ist, also wie auch eben bei den Wissenschaftlern das so ist, da gibt es viele Vorbehalte natürlich bei dem Verlag. Deswegen auch nicht die Bereitschaft, die Daten so komplett freizugeben. Wie gesagt, deswegen haben wir eine Vereinbarung getroffen, in der wir gesagt haben, dass wir Nutzungsrechte eben auch regeln. Also wir dürfen die Daten eben aufbereiten, so wie wir das eben tun. Wir dürfen sie eben zugänglich machen, verbreiten, vervielfältigen. Data Mining haben wir da auch reingeschrieben, dass das gemacht werden darf. Es darf eben analog zu Nationalallianzlizenzen, da haben wir uns auch die Musterlizenz dann eben zum Vorbild genommen, um die Nutzungsrechte da auch zu regeln und darf eben den entsprechenden Einrichtungen auch zeitlich unbegrenzt zur Verfügung gestellt werden für eben genau diese Nutzungsrechte. Ja, wie gesagt, die Vorbehalte gibt es auch von dieser Seite noch, also von Verlagsseite. Deswegen war dem Verlag auch wichtig, dass der Nutzerkreis eben geregelt wird, also dass das im Prinzip erstmal für die Wissenschaft zur Verfügung gestellt wird.
und erstmal eben begrenzt auf Deutschland. Und ja, insofern sind wir dann eben mit der Registrierung über die ZBW ja, gegangen. Also das heißt, jede wissenschaftliche Einrichtung in Deutschland, jede Bibliothek, wissenschaftliche Bibliothek, kann sich da eben freischalten lassen für. Ja, es ist natürlich jetzt kein ganzes Open Access oder kein unbegrenztes Open Access, nur sozusagen ein bisschen Open Access, aber uns war erstmal wichtig, so eine Tür, einen Fuß in die Tür zu kriegen und ja, vielleicht erstmal mit dem Verlag auch in Kooperation zu kommen, dass man dann vielleicht auch Vorbehalte über die Zeit hinweg abbauen kann und vielleicht dann letztlich auch zu einer Regelung kommen kann, die dann eine breitere Freigabe auch ermöglicht, insbesondere auch für die älteren Jahrgänge. Und ja, letztlich wollen wir natürlich, also wir haben dann auch natürlich noch Pläne, wie wir die Plattform erweitern können, eben um aktuellere Jahrgänge auch noch. Und insofern ist es uns da eben auch wichtig, dass wir da eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Verlag auch auf Dauer finden. Also das war so, sollte so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir uns da befinden, skizzieren. Und ja, damit war es das von uns mit dem Überblick. Wenn Sie Fragen, Anregungen haben, dann gerne jetzt oder auch noch später, jederzeit. Ansonsten würde ich dann für Fragen übergeben. Ja, danke schön, Frau Schum, danke schön, Herr Weinberg.